Ja, und hallo liebe Freunde, willkommen hier zurück bei ArcheAge. In der letzten Folge hatten wir immer mit Chloe und mit Karl da hinten in Abwechslung gesprochen. Einige Aufgaben hier mit den Duellanten der blutigen Hand erledigt. Wir müssen uns jetzt auch nochmal durchschlagen, um den Vetter von Karl zu suchen. Der wahrscheinlich hier irgendwo da hinten rumwuselt. Und danach den großen Weg laufen und mit Fischer Tugger sprechen, um dort weiter nach diesem goldenen Ring von Erna zu suchen. Ich glaube, so war es richtig gewesen. Mir fällt aber auch beim letzten Kampf, unser großes Schwert ist sehr langsam und sieht auch sehr komisch aus. Wir werden mal gucken, dass wir vielleicht mal... Hier haben wir noch eine Einhandwaffe, einen Dolch. Der ist auch nicht so schlecht von der Werte her. Werden wir mal nehmen, sieht nicht ganz so dramatisch aus. Jetzt haben wir hier aber... Zweihandwaffe. Ich würde mal die Zweihandwaffen mal ein bisschen sortieren. Ich sehe gerade hier, das Schwert ist schlechter als unser Dolch. Das heißt, wir werden es mal verkaufen. Der war Magierwert zwar höher, den werden wir auch verkaufen. Was haben wir hier? Achso, wir haben hier die Laute statt der Flöte. Ja, wir werden mal die Laute statt der Flöte und werden die auch verkaufen. Schild, linke Hand. Können wir da ansetzen, wollte ich gerade sagen. Und wir haben noch die Zweihandwaffe hier. Die packen wir nach da hinten. Was haben wir hier überhaupt noch? Begleiterausrüstung, schäbiger Beinschutz. Halt, Begleiter. Komm her. Genau. Und dann werden wir ihn ausschatten. Flupp. Na, das sieht ja aus. Darum heißt das auch schäbiger Begleitschutz, Beinschutz. Okay, wir haben's. Geschenkten Gaul, guckt mal nicht ins Maul. Was haben wir hier noch? Pharmakiste, haben wir öffnet. Sonnenheller Archeumstaub erworben, das ist schön. Und nochmal Truhe der Lederoberteile. Hi, ihr Bohne. Weiß jetzt bloß nicht, wenn ich die anlege, ob unser Kleidchen denn weg ist. Eigentlich schon. Von daher lassen wir erstmal so, wie es ist. Gut, wohl, wir können jetzt zumindest, können wir ja die Fragezeichen wegmachen. So und so. Gucken wir uns mal an. Oh, wir haben ja noch gar keinen Handschuh. Können wir anziehen? Ist auch nicht sichtbar. Weiß nicht, ob das Kleidungsstück eigentlich über den rüber geht. Wir können ja mal probieren. Okay, wir haben es angezogen. Anscheinend ist das Kleid noch über dem... Hier unten ist verkaufen. Anscheinend sind die Kleider über den normalen Rüstungsteilen. So, was haben wir hier? Abwehr. Magieabwehr. Was macht man? Nee. Wir bleiben ja erstmal bei der mechanischen Abwehr. Die Magieabwehr kam ja eigentlich im Allgemeinen mal etwas später. Gut. Dann werden wir jetzt mal hier nach hinten. Auch wir werden mal reiten, würde ich sagen, oder? Obwohl, nee, Quatsch, wir müssen ja die Leute... Ach, Quatsch, wir müssen ja hier die Duellanten besiegen. Besiege 8 Stück von den Eumelsens. Muss mal kurz gucken. Okkultismus, Mana-Kraft, stößt den Feind zurück. Tierwar erzeugt einen Schutzbann um den Wirker. Achso, da werd ich geschützt. Ah, lass ich mich mal selber schützen, oder? Bam. Kann ich mal mein Schwert gucken, wie es aussieht? Ha, mein kleiner Dolch ist auch was Schönes. Aber wenn wir theoretisch einen Dolch haben, dann müssten wir da eigentlich auch diese Schildabwehr haben, oder? Ich muss mal kurz bei den Skills gucken. Ich meine, andersrum. Wenn ich diesen Schild habe, müsste ich doch eigentlich auch Schildabwehr. Okay, habe ich nicht. Wahrscheinlich nur bei Kampfeszorn.
Gut, das war dann verkehrt gewesen. Also, muss auf jeden Fall öfter mit diesem Bann arbeiten. Aufpasserin. Dann wollen wir die Aufpasserin, oder? Sehr gut, aber die Aufpasserin gefällt mir nicht, weil die hat auch so eine Fernwaffe. Macht mir auch Aua. So. Wie viel haben wir? 4 Stück haben wir. Müssen wir noch... Ein Magie- oder ein Giftpfeil gehabt, wie auch man das bezeichnen möchte. So, gehen wir gleich mal an den Eimer ran. Ach, das ist ja wieder der Hauptmann. Da habe ich jetzt irgendwie anscheinend nicht gerade sehr gut geguckt, wenn man mal sagen darf. Mein Dolch ist ja nicht mehr so verkehrt, möchte ich mal sagen. Er ist zwar nicht schwerer oder nicht schneller wie die Zweihandwaffe. Erstmal wieder ein wenig Schutz hier. Ich sehe gerade, wenn ich hier mein 1 mache, geht mein Mana nach und nach mal flöten. Also muss ich im Auge behalten. Kann hier nicht Prophet der blutigen Hand. Dann nehmen wir doch mal den Propheten, oder? Der Prophet ist gut, der Prophet macht gar nichts. Okay, sehr schön. Der Prophet hat mir gefallen. Bam, badam. Sieht aber eigentlich recht hübsch aus, die Küste hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da oben nicht hoch müssen, da zu dem Haus. Ich kann ja mal unser Pferdchen nehmen, wir können ja mal zu dem Haus reiten. Na? Mal wieder verkehrt hier. Zum Haus reiten ist gut, kommen wir ja nicht hoch. Aha. Das wird nicht klappen hier. Glaube ich, oder? Wir können ja mal gucken. Doch, es hat geklappt, es hat geklappt, es hat geklappt. Ah, hier haben sich die Leute wieder niedergelassen. Mhm. Ja, so weit bin ich eigentlich noch nicht, nö. Weil ich ist auch eine schöne Ecke hier, muss man sagen. Ja, wie schon in den Kommentaren geschrieben wurde, ist ja auch, dass es eine sehr hübsche Gegend hier ist. Und man muss sagen, man kann nur beipflichten, die Ecke ist hübsch. Da kann man nichts gegen sagen. So. Okay, nichtsdestotrotz müssen wir aber trotzdem wieder runter. Dachte, hier könnte man was gucken oder was machen, aber... Sieht eben nur hübsch aus. Wo sind wir hier überhaupt? Bis später mal. Halbinsel Solzried sind wir ja hier. Zeichnen wir mal allgemein als unser Ruderboot. Ja, wir kriegen Wasser wieder zurück. Hier können wir es ja auch. Ach, hier waren gewesen. Hier sind wir. Da. Okay. Musste mal kurz mal einen leichten Überblick verschaffen. Wie gesagt, hier sind viele, viele Aktionen oder viele kleine Aufgaben und Möglichkeiten, die eigentlich so erklärt werden. Wie gesagt,
Durch die Hilfe von... Aha. Auch gut. Oh, was bist du für ein Riese? Ist das eine gute Idee, dich herauszufordern? Oder sollte man es sein lassen? Wow, was ist das denn hier? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Oh, 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 oh. Ich glaube, das war eine ganz dumme Idee gewesen. Der sah nicht nur groß aus, der war auch groß. Hilfe eines Gebets an einem Nui-Schrein kannst du Gesundheit und Mana zurückgewinnen. Ja. Ich hätte gern was zurück. So, sehr schön. Spiele auf deinen Musikinstrumenten, um Gesundheit und Mana schnell zu regenerieren. Tada. Aber gar nicht, ist halt regeneriert. So. Hier hinten bin ich wieder rausgekommen. Ach du Schande. Ich glaube, die Krabbe, die war wahrscheinlich eher was gewesen, so als für Gruppenangriff oder so weiter. Nicht für so einen kleinen einzelnen. Von hier oben kann ich gar nicht machen, oder? Das ist nicht gut hier. Badam, 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 badam. Übererfüllt, Bonus. Dankeschön. Nehme ich schon gerne. Stimmt ja, kann man auch die Quest übererfüllen. Okay, die Riesenkrabbe ist wieder weg. Ich schätze mal sowieso, dass sie wahrscheinlich eher dafür gedacht war. Da kommt sie wieder, die Riesenkrabbe. Was ist denn für ein Vieh? Von hier so riesig. Hat auch einen sehr großen Balken, möchte ich mal sagen. Man kann es ja nochmal probieren, oder? Sollte man es probieren oder sollte man es nicht probieren? Ich weiß es nicht. Wir können ja erstmal unseren Schutz hier anmachen. Oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 schnell weg hier. Okay. Also ich hatte noch nicht mal angekratzt gehabt, wie man so schön sagt. Also das brauchen wir beim besten Willen nicht nochmal probieren. Das war jetzt eine dumme Idee. Hui, sehen wir mich. Ja, ich weiß. Dankeschön. 50 Arbeitspunkte verbraucht. Das ist schön. Wo hat sie mich denn jetzt hier respawnt? Ach, dahinter. Bin schon viel zu weit gelaufen. Oder viel zu weit wurde ich respawnt. Gut, also die Riesenkrabbe brauchen wir nicht machen. Das ist blödsinnig. Energietrank. Hier haben wir viele kleine Krabben. Schwarze Languste und was auch immer. Wir können ja erstmal zu den Aufgaben gehen, weil ich schätze mal, die Langusten und dergleichen, das werden unsere nächsten Aufgaben sein. Von daher machen wir erstmal die. Da hinten ist auch die große Krabbe, aber die lassen wir mal. Gut, ich gucke gerade zur Uhr, bevor wir die Sachen annehmen. Diese Folge war nicht so erfolgreich, möchte ich mal sagen. Gehört auch mal dazu. Bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Und die Aufgaben werden wir dann beim nächsten Mal, beim nächsten Mal machen. Bis dahin, tschüss.